Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cuphead. In der letzten Folge haben wir den komischen Boss da gemacht, diesen Schlaraffenland-Boss, sag ich jetzt einfach mal, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Letztens fehlen im Run and Gun, was eigentlich ziemlich cool ist, aber auch relativ schwierig. Also eigentlich ist es gar nicht so schwer, ich bin halt nur sehr, ey, ach, das meine ich. Ich bin unaufmerksam. Das war jetzt knapp, ey. So, perfekt. Oh. Schnell weiter. Okay, haben wir. Wow. Okay, perfekt. Oh, ich muss hier andere Dings. Ja, was soll man da machen? So. Nein, da war nur eine Trompete. Das war kurz vorm Ende, ich glaub's nicht, ey. Beim ersten Versuch jetzt in der Folge. Ach komm, ey. Trompete nervt aber auch. Ey, ich. Mann. Ich kann jetzt eigentlich schon wieder aufhören. For real, ich kann eigentlich wieder aufhören. Ey! Nee. Here go! Ich bin kein Perfektionist, was das mit dem Leben anbetrifft, ne? Aber ich möchte hier jetzt nicht schon Leben verlieren. Das ist nicht meine Absicht. Oh, knapp. Ach komm, ey. Ach. Okay. Nein! Das wäre jetzt gerade Dummheit. Ich wollte. Ach komm, so schwer ist das gar nicht. Das ist voll einfach eigentlich. Ich stelle mich halt wieder wie der letzte Dulli an, ey. Thank you.
Guck mal, wie schnell das gehen kann, ey. Heftig. So, zack. Ah, komm, komm, komm. Ah, ich muss wieder den machen, okay. Nein, ich wüsste, warum springe ich denn? Nein! Ich wollte das Ding da treffen. Ach man. Es ist so ein einfaches Level und ich verkack. Oh, okay. Okay. Ich konzentriere mich jetzt mal nicht so wirklich aufs Parieren. Einfach nur run, go. Let's go. Oh shit! Nee, ich will lieber das oben machen. Oben habe ich das besser im Gefühl. Ich glaube, ihr kennt das, ne? Gerade bei dem Level hier, da hat man oben das einfach irgendwie besser. Scheiß aus Parieren, scheiß aus Parieren. Hab noch alle 3 HP. Easy game. Oh nein. Oh, was passiert denn jetzt? Okay. Gut, schwer war das jetzt nicht. Leben sogar noch. Ich habe alle 3 Leben. Ich habe zwar nicht einmal pariert, glaube ich. Aber ist mir egal. Komm, B plus hätte es auch gegeben. Naja. Gut, haben wir das auch. Jetzt haben wir 7 Münzen, hier ist ein Shop. Perfekt. Welcome. Extra Heft, aber Kosten auf deine Angriffskraft finde ich halt kacke. Automatisches Parieren, die erste Parade folgt automatisch, du musst dazu nur springen. Was ist das? Hohe Flächenwirkung, normaler Schaden, rückwärts 10 für maximale Reichweite. Hohe Flächenwirkung? Nehmen wir mal das hier. Automatische Anzeigeauffüllung, Super Anzeige füllt sich von selbst, plus deinem eigenen Teil. Deine erste Parade ist gleichzeitig auch ein Axtangriff, bitte was? Okay. Wir haben jetzt ein paar Sachen gekauft.
die ich für nützlich empfinde. Kaffee finde ich eigentlich ganz geil. Superanzeige fühlt sich von selbst, plus ist deinem eigenen Teil. Finde ich gut. So. Hier ist sonst nichts mehr. Wer ist er hier? Ihr habt also mit Quadratus gesprochen, dem Wasserwesen auf dieser Insel. Das können nur wenige von sich behaupten. Ah ja, das Vieh, ja. So, gehen wir mal ins Mausoleum 2 und holen uns die zweite Superkraft. Here comes a spooky bunch. And begin! Ist eigentlich ganz geil, dass man dieses Parieren hier beherrschen muss, um das zu schaffen. Okay, so eine kreisenden Viecher sind natürlich scheiße. Finde ich ja gar nicht geil, ey. Okay. Ah, das war. Doch, das war einfach. Ich wusste, dass ich noch etwas Besonderes für euch finde, wenn ich nur lange genug suche. Aber ich wusste nicht, dass ich wieder festsitzen würde. Danke, dass ihr mich ein zweites Mal befreit habt. Nehmt diese magische Superkraft, ich versuche noch eine zu finden. Nice. Nice, nice. Finde ich gut. So. Oh, falsche Taste. Dann show me. Du durchquerst die Astralebene, um kurz und verwundbar zu werden. Man kann es probieren. Aber ich verändere dich davon nicht. Oder eventuell doch. So, wir haben noch, da ist noch ein Boss und hier ist noch ein Run and Gun, hitziger Jahrmarkt. Machen wir das jetzt erstmal. Ich habe ja gesagt, in der letzten Folge machen wir jetzt erstmal die Run and Guns. You're up. Ah, weiß ich das. Okay. Oh, WTF. WTF. Alter, was ist denn das? Okay, darf ich gar nicht schießen, oder was? Leute, die Mucke. Die kenne ich irgendwoher. Oh. Okay, aber nicht so schwer. Also der Anfang, der war scheiße. Ach, Kackis, ey. Ey! Okay. Okay, perfekt. Oh!
Ah, okay, das war's. Verstehe. Oh Gott. War ich eigentlich nicht das hier, ey? Nein! Das ist so kurz vorm Ende, aber das Level ist cool. Das Level macht Spaß. Naja, du leck mich da. Das ist die einzige Stelle, die noch ein bisschen asozial ist. Hehehe. Oh Gott. Ah, gut. Und zack. La la la, easy peasy, lemon squeezy. Ja, ist halt auch nicht schwer. Die Stelle ist eigentlich auch nicht so schwer, finde ich. Oh, man muss halt nur aufpassen, dass die Tube eigentlich erwischt. Dass das hier auch Brezeln sind, das habe ich gar nicht erst gesehen, ey. Oh, oh, okay, das war knapp. Easy peasy. Ich frage mich, ob ich auch in die Astralebene hätte gehen können und dann durch das Hotdog durchlaufen können. Aber ich habe, glaube ich, alles gemacht, außer pariert. Das habe ich, glaube ich, noch... Da doch, ich habe noch pariert, oder? Oh, nur einmal, okay. Gut. Mhm. Fast perfekt. Das Level ist auch nicht so schwer. So, ich würde jetzt auch schon tatsächlich sagen, dass es das jetzt erstmal war. Die nächsten Bosse, es gibt ja noch drei. Da oben das Vogelhaus, da hinten war noch ein Turm, ne? Warte mal, wir können ja nachgucken, nicht Vollhorst. Oh ne, das sind die letzten zwei Bosse dann. Ja, dann versuchen wir die in der nächsten Folge und dann sind wir auf Insel 3. Das würde sich ja anbieten. Gut, Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge beim Vogelhaus. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.